Ja, hallo meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Livestream Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Und zwar machen wir heute nochmal Artikel 2 Grundgesetz. Fangen wir mal an mit dem Gesetzestext. Absatz 1 sagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Diesen Artikel 2 Absatz 1 bezeichnet man auch als allgemeine Handlungsfreiheit. Wir werden den erst gegen Ende der Vorlesung besprechen, weil er praktisch das Auffanggrundrecht, die allgemeinste Vorschrift überhaupt in den Grundrechten ist. Der Absatz 2 ist spezieller. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also man kann hier sehen, das sind drei Grundrechte, nämlich das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Freiheit der Person. Und gehen wir mal zurück auf die Mindmap. Fangen wir mal mit Leben und körperliche Unversehrtheit an. Ach, die Mindmap habe ich Ihnen ja auch allen in den Online-Campus hochgeladen, müssten Sie also vorliegen haben. Wir haben ja letztes Mal, als wir über die allgemeinen Grundrechtslehren gesprochen haben, auch die verschiedenen Funktionen der Grundrechte kennengelernt und wir haben das Prüfungsschema kennengelernt. Und im Folgenden werden wir uns, wenn wir uns mit einzelnen Grundrechten beschäftigen, immer werden wir dieses Prüfungsschema beachten. Das heißt, wir werden jetzt mal zunächst überlegen, welche Funktion hat dieses Grundrecht eigentlich und dann anhand des Prüfungsschemas die wichtigsten Streitfragen und Punkte, die es dazu gibt, erläutern. Okay, welche Funktionen hat das Grundrecht? Das ist vielleicht die erste Frage. Und wir sehen hier zwei Funktionen, nämlich wir haben einmal die klassische Funktion eines Abwehrrechts. Das ist ja das, was die Grundfunktion der Grundrechte überhaupt ausmacht. Also Grundrechte sind ursprünglich entwickelt worden als Abwehrrechte gegen den Staat. Das heißt, wenn ich jetzt mir Leben und körperliche Unversehrtheit angucke, dann bedeutet das in erster Linie erstmal, dass der Staat mein Leben und meine körperliche Unversehrtheit in Ruhe zu lassen hat. Das ist also der abwehrrechtliche Teil. Der Teil Schutzpflicht bedeutet, und das ist ja praktisch die positive Freiheit, nämlich dass ich nicht nur die negative Freiheit habe, dass der Staat mich in Ruhe lässt, sondern auch die positive Freiheit habe oder positiv aus dem Grundrecht etwas ableiten kann, nämlich dass der Staat mich schützt, und zwar auch vor Eingriffen privater. Und dazu sind zwei Stichworte relevant, nämlich einmal das Stichwort Gewaltmonopol und einmal das Stichwort Untermaßverbot. Was bedeutet das jetzt? Naja, das Gewaltmonopol des Staates, das wir ja in der Bundesrepublik haben, wenn ich das festlege, dass nur der Staat Gewalt anwenden darf, dann muss ich aber auf der anderen Seite auch die Bürger schützen als Staat. Dann kann ich nicht sagen, naja, also du Bürger darfst keine Gewalt anwenden, aber wenn du angegriffen wirst, ja, dann passiert halt nichts. So, oder der amerikanische Ansatz, ja, dann rüste dich halt bitte selber mit Schusswaffen aus, verteidige dich selber. The best thing that can stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun, hat Trump, glaube ich, mal gesagt. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen ja nicht, dass hier alle Leute mit Schusswaffen rumlaufen. Deswegen liegt das Gewaltmonopol beim Staat. Aber wenn ich das so konstruiere, dann muss ich eben auch sicherstellen, dass die Bürger geschützt werden. Das heißt, ich kann als Bürger daraus ableiten, dass der Staat mein Leben und meine körperliche Unversehrtheit auch schützt. Es gibt auch einen sehr praxisrelevanten Fall, in dem das jetzt auch viel debattiert wird, und das sind die Dieselfahrverbote. Da berufen sich ja die Leute, die für Dieselfahrverbote eintreten, darauf, dass ihre Gesundheit und ultimativ auch ihr Leben durch den übermäßigen Abgasausstoß gefährdet sind und haben auch deswegen ein Argument, weil eben die Emissionsschutzgrenzen, die EU-weit einheitlich festgelegt sind, massiv überschritten werden in vielen Straßen. Und jetzt ist die Frage, kann der Staat einfach da sitzen und nichts tun? Und da haben die Verwaltungsgerichte gesagt, nein, Teil der Schutzpflicht des Staates ist es eben auch, den Bürger vor solchen Emissionen zu schützen. Und da muss er Maßnahmen ergreifen. Und wir leiten jetzt über zu dem Stichwort Untermaßverbot. Das bedeutet, dass der Staat darf zwar, das haben wir im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz immer, er darf nicht übermäßig hart eingreifen, er muss aber auf der anderen Seite auch
überhaupt eingreifen, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, für die Gesundheit der Bürger besteht. Dann kann er nicht einfach die Hände in den Schoß legen und nichts tun. Das versteht man unter Untermaßverbot. Okay, dann Schutzbereich. Persönlich haben wir ja gelesen, wenn wir nochmal zurückgehen in den Gesetzestext, dann steht da drin jeder. Das heißt, wir haben hier ein Menschengrundrecht. Das heißt, jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung. Deswegen haben wir hier den persönlichen Schutzbereich Mensch. Dann haben wir den sachlichen Schutzbereich. Und da müssen wir jetzt eben unterscheiden. Einerseits haben wir das Leben und andererseits die körperliche Unversehrtheit und müssen das jetzt so ein bisschen definieren. Wenn wir uns also überlegen, ob eine bestimmte Maßnahme, zum Beispiel eine körperliche Untersuchung durch das Gesundheitsamt, jetzt aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, ob das jetzt schon in die körperliche Unversehrtheit eingreift. Und dazu muss man, wenn man jetzt mit Leben anfängt, zum Beispiel, wenn eine... Überlegen wir mal, wann das Leben beginnt, nach dem Artikel 2, dann ist das so, dass man verfassungsrechtlich das ist ganz interessant, weil man verfassungsrechtlich da einen ganz anderen Ansatz fährt, als man zum Beispiel im Zivilrecht fährt und auch als man im Strafrecht fährt. Wir haben das in Rechtsmethoden auch gemacht, haben da dieses Beispiel gehabt, was ist denn eigentlich, wenn ich, ist eigentlich der Fötus im Mutterleib schon ein Mensch im Sinne des Strafgesetzbuchs, des Tötungstatbestandes? Und wenn man die strafrechtlichen Kategorien zugrunde legt, dann muss man sagen, nein, weil ansonsten wäre 218 der Schwangerschaftsabbruch sinnlos. Als Straftatbestand wäre der überflüssig, wenn das Töten schon eines Fötus im Mutterleib schon ein Totschlag an einem Menschen wäre. Hatten wir ja damals als Argument genommen, als systematisches Argument, warum im Strafrecht eben der Mensch im Sinne von 212, 211, also den Tötungsdelikten, erst dann gegeben ist, wenn die Geburt, und zwar sagt man im Strafrecht, wenn die Geburt eingeleitet wird, im Zivilrecht liegt die Rechtsfähigkeit erst mit dem Ende der Geburt. So, dem Verfassungsrecht haben wir jetzt noch eine dritte Alternative, und das ist nämlich vor der Geburt schon, ist das menschliche Leben nach Artikel 2 geschützt, und zwar nach herrschender Meinung mit der Nidation, das ist medizinischer Fachbegriff, bedeutet Einnistung der Eizelle, also ein paar Tage nach der Empfängnis. Das ist natürlich schon ein ganz anderer Ansatz, als wir den im Strafrecht verfolgen. Und der hat auch ganz erhebliche Konsequenzen. Nämlich bei der ganzen Diskussion um die Frage Schwangerschaftsabbruch spielt es natürlich eine große Rolle, wann ich hier den Schutz des Lebens verfassungsrechtlich ansetze. Denn es gibt ja auch Stimmen, die den Schwangerschaftsabbruch komplett freigeben wollen, mit der Begründung, dass praktisch ja der Körper der Frau ist und dass die Frau über ihren Körper alleine bestimmen können soll. Auch auf Artikel 2 geschützt. Ne? Denn wenn der Staat letztlich der Frau verbietet, das Kind abzutreiben, könnte man ja argumentieren, dass da die körperliche Unversehrtheit der Frau beeinträchtigt wird. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht eben ganz klar, naja, also du musst auf der einen Seite das körperliche Selbstbestimmungsrecht der Frau abwägen, aber auch gegen das Recht auf Leben des Embryos. Und damit dieses Recht auf Leben des Embryos überhaupt abwägungsfähig ist, muss man ja annehmen, dass es hier auch schon unter Artikel 2 fällt. Und deswegen kann es in Deutschland keine völlige Freigabe der Abtreibung geben, hat das Bundesverfassungsgericht auch entschieden, weil man immer eine Abwägungsentscheidung treffen muss. Die hat der deutsche Gesetzgeber ja mit dieser 12-Wochen-Regel und mit den bestimmten Gründen auch, wo man noch später abtreiben kann, hat der Gesetzgeber eine Kompromissentscheidung getroffen zwischen diesen beiden verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgütern und ist diese Kompromissregelung ist auch verfassungsgemäß. Aber nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wäre es eben nicht verfassungsgemäß, wenn das Recht auf Leben des Embryos überhaupt nicht berücksichtigt würde bei der Frage, wenn er nicht abgewogen würde gegen. Also eine ganz einseitige Lösung wäre hier nicht zulässig. Das hängt halt daran, dass man bei Artikel 2 sagt, das Leben beginnt schon sehr früh, nämlich mit der Einnistung der Eizelle. Wann endet das Leben? Mit Erlöschen der Hirnströme, also sogenanntem Hirntod. Sachlicher Schutzbereich der körperlichen Unversehrtheit, das ist nicht nur die Gesundheit, sondern auch das körperliche Wohlbefinden. Also körperliche Unversehrtheit ist nicht nur physisch gemeint, sondern auch psychisch. Das heißt, auch wenn man psychisch so unter Druck gesetzt wird, dass das körperliche Auswirkungen hat, ist die körperliche Unversehrtheit, ist der Schutzbereich betroffen.
Gibt es bis hierhin Fragen? Ich habe diesmal ein bisschen kürzere, also möglichst schnelle Reaktionen eingestellt hier, dass also dass die Verzögerung von dem, was ich sage und wie das bei Ihnen dann tatsächlich ankommt, möglichst kurz eingestellt ist. Deswegen hoffe ich, dass die Fragen kommen. Nein, das ist super. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, dass Sie mich gehört haben, dass ich gefragt habe, ob es Fragen gibt. Sehr schön. Okay, dann gehen wir weiter mit Eingriff. Was ist eigentlich ein Eingriff in das Leben und die körperliche Unversehrtheit? Da ist erstmal die Tötung natürlich das klassische Beispiel, die Tötung durch den Staat in dem Fall, dann körperliche Eingriffe, wie zum Beispiel eine Spritze, die der Staat ihnen gibt, oder eine Liquorentnahme bei der Blutprobe, wenn sie sich weigern, also wenn sie ganz betrunken sind und auf der Polizeiwache anfangen, sich zu weigern gegen die Blutentnahme. Dann psychische Beeinträchtigungen, aber nur bei körperlichen Auswirkungen, habe ich gerade gesagt. Es reicht die konkrete Gefährdung, also der Eingriff muss nicht tatsächlich dann auch schon erfolgen. Das Entscheidende an dem Thema hier ist allerdings, dass die wirksame Einwilligung einen Eingriff ausschließt. Also immer dann, wenn Sie als Person einwilligen, dann ist der Eingriff in Ihre körperliche Unversehrtheit eben kein Eingriff in den Schutzbereich des Grundrechts. Wir haben ja jetzt auch die interessanten Fälle der Sterbehilfe. Die passen hier allerdings nicht so gut rein, weil es hier jetzt erstmal primär nur um staatliche Eingriffe geht und nicht um die Frage, ob private lebensbeendende Maßnahmen ergreifen können. Aber wir kommen dazu noch, weil Artikel 2, einige sagen, dass sich da noch ein neuer Unterpunkt von Artikel 2 gebildet hat, nämlich das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Kann man auch so sehen, ein interessantes Urteil, kann ich Ihnen auch nochmal verlinken, sehr aktuell. Als letztes müssen wir dann, wenn wir einen Eingriff haben, uns fragen, ist der Eingriff gerechtfertigt? Und da müssen wir vielleicht einmal in den Gesetzestext gucken. Was sind da eigentlich die Schranken? Und das ist hier sehr schön klar formuliert. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und das heißt, wir haben hier den sogenannten einfachen Gesetzesvorbehalt. Das heißt, der Gesetzgeber kann in das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit eingreifen, aber er kann das nur aufgrund eines Gesetzes. Das heißt, es muss ein Gesetz vorliegen. Deswegen einfacher Gesetzesvorbehalt. Und dieses Gesetz, wir haben ja uns auch schon mit den verschiedenen Gesetzesbegriffen beschäftigt. Es gibt ja Gesetze im materiellen, Gesetze im formellen und Gesetze im formell-materiellen Sinn. Und das letzte sind die klassischen Parlamentsgesetze. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, im Regelfall, wenn der Eingriff mehr als nur geringfügig ist, und dann kann man sich ja überhaupt schon die Frage stellen, ob es überhaupt ein Eingriff ist, ist ein Parlamentsgesetz erforderlich. Es reicht also mit anderen Worten eine Rechtsverordnung nicht aus, also ein sogenanntes Verwaltungsgesetz. Das zur Schranke. Das zweite ist dann die Schrankenschranke. Und das ist ja dann wieder die Schranke der Schranke. Also der Gesetzgeber kann das Grundrecht einschränken durch ein Gesetz, aber diese Möglichkeit ist selbst wieder beschränkt. Und zwar hatten wir ja gesagt, es gibt im Prinzip zwei Punkte, die bei allen Grundrechten relevant sind, nämlich die Bestimmtheit und die Verhältnismäßigkeit. Und hier beim Artikel 2 gibt es noch ein paar ausdrücklich im Grundgesetz niedergeschriebene Schranken, nämlich zum Beispiel Artikel 102, der die Todesstrafe verbietet. Das heißt, der Staat kann nie ein Gesetz erlassen, in dem steht, bestimmte Vergehen oder Verbrechen mit der Todesstrafe bestraft werden. Außerdem darf er auch nicht durch Gesetz erlauben, dass festgehaltene Personen misshandelt werden, also Folter. Das ist Artikel 104 Absatz 1 Satz 2. Also selbst zur Rettung übergeordneter Rechtsgüter, wie Leben von Gefangenen, Leben von Geiseln, darf nicht gefoltert werden. Dann das Zitiergebot. Das bedeutet nach Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, dass jedes Gesetz, das in das Recht auf Leben und körperliche und oder körperliche Unversehrtheit eingreift, da muss im Gesetz drin stehen, dass dieses Gesetz Artikel 2 Grundgesetz einschränkt. Das muss da ausdrücklich drin stehen. Das nennt man Zitiergebot. Das soll halt der Transparenz dienen. Der Grundgesetzgeber wollte damit erreichen, dass nicht der Staat hinterher irgendein Gesetz ranzieht und sagt, ah ja, auf Grundlage des Gesetzes kann ich dir jetzt deine körperliche Unversehrtheit beeinträchtigen. Es fällt ihm dann irgendwann hinterher ein, ah, glücklicherweise gibt es noch dieses Gesetz. Das soll nicht möglich sein, sondern man kann sich nur auf ein Gesetz berufen als Staat, in dem ausdrücklich drin steht, dass dieses Gesetz Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz einschränkt.
nennt man Zitiergebot. Und als letztes der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und da gibt es so ein, ja, eine ganz klassische Diskussion um den sogenannten Todesschuss. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Man nennt den auch den finalen Rettungsschuss, so ist das auch bekannt. Das ist halt die Frage, ob die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen, die in dem Gesetz dann näher beschrieben sind, ich habe hier mal § 63 Absatz 2 Satz 2 Polizeigesetz NRW herangezogen. Das gibt es aber auch ähnlich in den Polizeigesetzen der meisten oder wahrscheinlich aller anderen Bundesländer, dass die Möglichkeit der Polizei bei einer Ausnahmesituation auch einen Verdächtigen, einen Gefährder gezielt zu töten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das in Ausnahmesituationen auch zulässig ist. Also es ist nicht von vornherein unverhältnismäßig, aber der Gesetzgeber hat da sehr hohe Schranken aufgestellt. Wenn wir uns das Polizeigesetz NRW mal angucken, können Sie vielleicht auch bei Google mal aufrufen. Polizeigesetz NRW. Paragraph 63. Was hat der Gesetzgeber Nordrhein-Westfalen, an welche Voraussetzungen hat er den finalen Todesschuss geknüpft? Wenn wir hier den Absatz 2 nehmen, Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, um den geht es hier, das ist der sogenannte finale Rettungsschuss, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist. Das heißt, das ist natürlich eine sehr hohe Hürde. Das heißt, der Staat darf einen Menschen vorsätzlich töten, aber nur dann, wenn es das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist oder der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit. Da ist natürlich der Polizist ganz schön gekniffen, denn der muss dann ja in Sekundenschnelle eine Abwägung machen und überlegen, schieße ich jetzt oder schieße ich nicht. Und im Prinzip trägt der Polizist dann das Risiko, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind oder nicht. Denn wenn die nicht erfüllt sind, dann ist er im Prinzip ja wegen Totschlags zu bestrafen. Ne? Ja, das ist schon eine heiße Nummer. Und ich hatte mal in einem ihrer Vorgängerkurse jemanden, der auch bei der Polizei war, da eine Ausbildung gemacht hatte und die hat gesagt, in der Polizeiausbildung wird im Prinzip davon abgeraten, von dieser Grundlage, Ermächtigungsgrundlage Gebrauch zu machen, weil es eben extrem riskant ist. Aber es ist zulässig. Man sieht, selbst das Recht auf Leben kann eingeschränkt werden unter sehr engen Voraussetzungen. Das war das, was ich Ihnen zu Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz mit auf den Weg geben wollte. Sie können gerne zwischendurch Fragen da reintippen. Ich will jetzt nicht nochmal warten, ob Fragen kommen. Wenn Sie Fragen haben, tippen Sie bitte einfach rein. Ich beantworte die dann, wenn ich die sehe oder en bloc, wann es auch immer passt. Die Freiheit der Person und Freizügigkeit lasse ich raus. Die sind auch nicht klausurrelevant. Das sind ganz interessante Themen. Können Sie auch in dem Buch von Degar nochmal vertieft nachlesen. Aber wie gesagt, für die Klausur ist es nicht erforderlich. Wenden wir uns jetzt als nächstes mal der allgemeinen Handlungsfreiheit zu. Das ist auch ein sehr spannendes Grundrecht, das eine extrem hohe Bedeutung hat. Das liegt daran, weil das Bundesverfassungsgericht nämlich einen lückenlosen Grundrechtsschutz gewährleisten will. Das heißt, immer dann, wenn ein staatlicher Eingriff vorliegt, also staatlicher Eingriff ist ja immer eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung von irgendwelchen Rechtspositionen oder tatsächlichen Positionen von Bürgern. Also irgendeine nicht unerhebliche Beeinträchtigung, die man als Mensch hinnehmen muss durch den Staat. Nehmen wir mal an, das fällt in gar kein anderes Grundrecht. Dann ist ja die Frage, kann der Staat das einfach machen? Und da sagt das Bundesverfassungsgericht nein. Immer dann, wenn staatliche Eingriffe vorliegen, ist zumindest als Auffanggrundrecht die allgemeine Handlungsfreiheit betroffen. Deswegen steht hier nachrangige Generalklausel und Auffanggrundrecht. Das heißt, Sie müssen immer vorher, bevor Sie Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz prüfen, müssen Sie immer zunächst mal alle Spezialgrundrechte überlegen. Fällt der Sachverhalt in ein Spezialgrundrecht? Dann bitte den prüfen. Wenn er aber nicht in ein Spezialgrundrecht fällt, dann, wir sehen gleich noch Beispiele, mache ich bei den Schranken, dann liegt aber trotzdem ein Eingriff in Artikel 2 vor. Denn der Artikel 2 ist ein Auffanggrundrecht. Außerdem enthält er auch noch
eine Institutsgarantie der Privatautonomie, also insbesondere der Vertragsfreiheit, weil das zum Kern der allgemeinen Handlungsfreiheit gezählt wird. Wie sieht jetzt also Auffanggrundrecht, wichtig, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Der Schutzbereich persönlich Menschen und hier auch das Thema juristische Personen auch nochmal hervorzuheben, beim Leben und körperlicher Unversehrtheit passt das ja nicht, aber hier bei der allgemeinen Handlungsfreiheit gilt das auch für juristische Personen. Und sachlich kann man sich wirklich leicht merken, was dieses Grundrecht bedeutet. Es bedeutet, jeder kann tun und lassen, was er will. Das sollte man sich bitte auch für die Klausur merken. Ist ein wichtiger Punkt, wenn man nach dem sachlichen Schutzbereich der allgemeinen Handlungsfreiheit gefragt wird, dann sollte man schon wissen, dass das heißt, jeder kann tun und lassen, was er will. So sagt das Bundesverfassungsgericht das so prägnant, so schön prägnant. Eingriffe, und das hatte ich ja gesagt, jedes staatliche Geh- oder Verbot, was nicht eine bloße Beeinträchtigung darstellt. Und es kommt auch nicht darauf an, ob das mittelbar oder unmittelbar ist. Das heißt, immer dann, wenn der Staat Ihnen etwas geh- oder verbietet, was Sie mehr als belästigt, liegt ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit vor. Es sei denn, ein spezielleres Grundrecht ist betroffen. Dann müssen Sie natürlich das spezielle Grundrecht prüfen. Die Rechtfertigung ist auch ganz berühmt, der Gesetzestext hier, des Grundgesetzes, wenn wir nochmal reingucken, man nennt das die sogenannte Schrankentrias. Warum nennt das Schrankentrias? Heißt ja drei, also drei Schranken. Hier steht, jeder hat das Gesetz auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und jetzt kommt die Schrankentrias. Soweit er nicht die Rechte anderer verletzt, nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Das sind die drei Schranken von Artikel 2. Rechte anderer, verfassungsmäßige Ordnung, Sittengesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat diese ganze Sache sehr viel einfacher gemacht. Die haben nämlich gesagt, das ist zwar wunderschön formuliert, aber ist praktisch nicht handhabbar. Im Prinzip bedeutet, halte ich mich fest an den Begriff verfassungsmäßige Ordnung und mache daraus einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Ich mache im Prinzip genau das Gleiche daraus, was in Artikel 2 Absatz 2 auch als Schranke steht. Sie erinnern sich, da steht drin, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das heißt, letztlich macht das Bundesverfassungsgericht die Schranken des Artikel 2 gleicht es an den Absatz 2. Sie müssen also nie prüfen, ob Rechte anderer verletzt sind oder das Sittengesetz, sondern man prüft immer einfach nur anhand des Begriffs verfassungsmäßiger Ordnung, ob ein Parlamentsgesetz vorliegt. Im Prinzip immer dann, wenn das mehr als nur eine Belästigung ist, muss ein Parlamentsgesetz vorliegen. Also die grandiose Schrankentrias bedeutet auch nichts anderes als einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Einfach ist er deswegen, weil es eben keine andere verfassungsrechtliche Vorschrift erforderlich ist. Man spricht von einfachen Gesetzen immer in Abgrenzung zur Verfassung. Außerdem auch in Abgrenzung zum qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Das ist dann, sind dann ein Gesetzesvorbehalt, bei dem noch geregelt ist, was dieses Gesetz noch enthalten muss. Wir werden das zum Beispiel bei Artikel 14 sehen. Wenn Sie enteignen wollen als Staat, dann gilt nicht ein einfacher, sondern ein qualifizierter Gesetzesvorbehalt, denn dann steht im Grundgesetz drin, dass das Gesetz eine Entschädigung enthalten muss. Und dann spricht man vom qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Der einfache Gesetzesvorbehalt sagt einfach nur, dass in das Grundrecht aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden kann. So, die Rechtfertigung ist wieder das Spannende. Da geht es ja dann, wir sehen, in die allgemeine Handlungsfreiheit greift der Staat relativ schnell ein. Deswegen kann der Staat sich eigentlich nur vor einer Verletzung, Sie erinnern sich an die Terminologie, man spricht bei Grundrechten von einem Eingriff dann, wenn die Stufen 1 und 2 erfüllt sind. Aber eine Verletzung des Grundrechts liegt nur vor, wenn der Eingriff nicht gerechtfertigt ist. Und die Rechtfertigung des Eingriffs verlangt einerseits, dass das Grundrecht eine Schranke hat, wie gesehen, Gesetzesvorbehalt, und andererseits, dass die Schrankenschranke, insbesondere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, eingehalten wird. Jetzt hat Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, da gilt das Zitiergebot nicht. Das steht so im Grundgesetz nicht drin, aber ergibt sich zwingend, wenn man Argumentum ad absurdum fährt. Denn wenn das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, dass Artikel 2 immer als Auffanggrundrecht fungiert, also immer dann, wenn der Staat sowieso nicht dran gedacht hat oder wenn der Staat irgendeinen Eingriff macht, dann kann ich nicht verlangen, dass das Gesetz
auch das Zitiergebot einhält. Denn das sind ja genau die Fälle, in denen der Gesetzgeber nicht daran gedacht hat, dass er bestimmte Grundrechte einschränkt. Also von daher verlangt man hier nicht, dass das Zitiergebot eingehalten wird bei der allgemeinen Handlungsfreiheit. Also sonst wäre das Gesetz ja allein schon deswegen verfassungswidrig. Das lässt man also hier, sondern man beschränkt sich auf die Prüfung der Verhältnismäßigkeit. Und da gibt es auch so ein paar Klassiker, hatte ja schon angekündigt, mach mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel Pferdeschwanz, Tätowierung von Polizisten und Soldaten. Das waren Fälle, die längere Zeit durch die Rechtsprechung auch durchgelaufen sind. Und da hat sich im Laufe der Jahre auch die gesellschaftliche Akzeptanz und Auffassung geändert. Und also diese Pferdeschwanzdiskussion, die bei der Bundeswehr zum Beispiel oder bei der Polizei, man hat ja früher immer gesagt, okay, ein Polizist muss ordentlich aussehen, der repräsentiert die Staatsgewalt und der darf nicht verlottert rumlaufen. Und er muss nach außen hin einen, ja, ernsthaften, konservativen Eindruck machen, so, um die Staatsgewalt angemessen zu repräsentieren. Und für den Pferdeschwanz, ich noch bei der Bundeswehr, als ich da war, da wurden die Haare ja relativ kurz geschnitten, aber auch mit einer Begründung, das sei sonst unhygienisch, wenn so viele Menschen auf einem Raum rumhängen, dann müssen die Haare kurz sein. Und das war so damals die Begründung dafür, die beiden Begründungen. Und ja, heute kann man das natürlich nicht mehr vertreten. Heute sind das Positionen, die die Gerichte lange abgeräumt haben. Spätestens als Frauen dann zur Polizei und Bundeswehr zugelassen wurden, konnte man das Argument ja auch nicht mehr wirklich fahren, denn bei Frauen ist der Pferdeschwanz ja schon immer akzeptiert gewesen. Und deswegen war spätestens da Schluss mit der Anforderung, dass Männer keinen Pferdeschwanz tragen dürfen. Tätowierung war ein bisschen schwierigeres Thema und ich glaube, das ist auch noch nicht überall wirklich angekommen und durch. Man hat doch schon, gerade bei Polizisten sagt, dass Tätowierungen haben ja häufig Straftäter, das Argument. Ja, so ist ja letztlich groß geworden in der Gefängnisszene. Und deswegen dürfen Polizisten nicht wie Gefängnisinsassen aussehen. Und weil die Bürger sonst Angst bekommen und die Polizisten nicht mehr als Hüter und Schützer des Rechts, sondern als Gefährder wahrnehmen. Und das Argument hat auch ein paar Jahre wohl gehalten, aber ist auch abgeräumt worden von den Gerichten. Also inzwischen sind Tätowierungen zumindest an nicht sichtbaren Stellen zulässig. An sichtbaren Stellen hat man, glaube ich, immer noch ein Problem, wenn man zur Polizei oder Bundeswehr will und dann irgendwie so einen Totenkopf irgendwo sichtbar hintätowiert hat. Aber das sind so Fragen, da muss man dann abwägen, ist das gesetzliche Verbot von Tätowierungen eigentlich geeignet, um das Ziel des Gesetzes, nämlich das Ziel ist eigentlich das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat und in die Verteidigung des Rechtsstaats aufrechtzuerhalten. Ist es eigentlich geeignet, um dieses Ziel zu erreichen? Könnte man sagen, fördert das das? Ist das erforderlich? Gibt es mildere Mittel? Und ist das angemessen? Ist das Ziel wirklich so wichtig, dass man so einen erheblichen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit vornimmt? Oder Leute, die vielleicht sich schon früher tätowiert haben, als sie noch gar nicht wussten, als sie Polizisten wurden, und dann wird ihnen hinterher gesagt, nee, die Karriere als Polizist kannst du jetzt nicht mehr machen, weil du tätowiert bist. Ist vielleicht auch ein bisschen hart. Und diese Abwägungsentscheidung müssen die Gerichte dann treffen. So, da sind wir schon mit Artikel 2 Absatz 1 der allgemeinen Handlungsfreiheit auch durch. Ich will da den aktuellen Fall noch mal kurz erwähnen, der die allgemeine Handlungsfreiheit inzwischen ja so weit nimmt, dass man auch selbstbestimmt aus dem Leben scheiden darf. Das hat das Bundesverfassungsgericht in der sehr aktuellen Entscheidung zum Sterbehilfegesetz gemacht und gesagt, das hat ausdrücklich festgestellt, dass, und das ist hier auf der Mindmap noch gar nicht drauf, weil sie eine sehr aktuelle Entscheidung ist, also zur allgemeinen Handlungsfreiheit gehört auch, dass ich mein Leben selbstbestimmt beenden kann. Das ist natürlich sehr umstritten in der Rechtswissenschaft gewesen vorher und ist auch heute nicht frei von Kritik, weil es ja immer wieder das Argument gibt, dass man sagt, okay, das ist zwar prinzipiell richtig, aber ich muss aufpassen, dass Menschen nicht von sich selbst oder von Angehörigen unter Druck gesetzt werden nach dem Motto, ja, wäre jetzt schon mal Zeit, ne? Du gehst jetzt ja ziemlich auf den Nerv und lässt das die Leute dann spüren und dann werden Leute unter Druck gesetzt. Das ist das Argument, das die Gegner dieses Rechts auf selbstbestimmte Tötung halt immer anführen. Letztlich ist das kein Argument dagegen, sondern es läuft eigentlich in die Richtung,
Selbstbestimmt. Ich glaube, darüber können sich viele einigen, dass wenn das wirklich selbstbestimmt ist, dass man das dann auch akzeptiert. Aber die Frage ist eben, inwieweit ist das selbstbestimmt? Das ist aber echt eine schwierige Frage. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier aber klar Stellung bezogen und hat gesagt, wenn es keine Anzeichen dafür gibt, dass das nicht selbstbestimmt ist, geht man von einer selbstbestimmten Entscheidung aus. Der Gesetzgeber kann Sachen wie eine Wartefrist zum Beispiel einführen und er kann auch irgendwo vielleicht eine wie auch immer geartete Plausibilitätskontrolle noch machen, ob das wirklich ein ernsthafter Wille ist, freiwillig. Aber das steht ihm nicht zu, das generell zu untersagen. Der letzte Punkt ist das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und das spielt inzwischen auch eine sehr große Rolle bei dem ganzen, bei der ganzen Frage Datenschutz. Denn darauf beruht letztlich das Datenschutzgesetz, die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, die beruht auf dem Grundgesetz. Aber in Deutschland, das ganze Thema Datenschutz ist durch das Bundesverfassungsgericht angestoßen worden, durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Wir sehen das gleich noch. Das ist deswegen immer noch von sehr hoher Bedeutung, wenn wir über neue Gefährdungslagen sprechen, die durch die Digitalisierung erzeugt werden. Spielt das allgemeine Persönlichkeitsrecht eine große Rolle. Funktion, Abwehrrecht und Schutzpflicht. Eben Schutzpflicht, die Schutzpflicht bedeutet, dass der Staat sicherstellen muss, dass der Bürger nicht, dass der Bürger in seinen IT-Daten, in seinen Daten, die er, in seinen personenbezogenen Daten, die irgendwo und überall gespeichert sind, dass Dritte da keinen Zugriff drauf haben, auch Private nicht. Deswegen steht hier auch Drittwirkung Private. Das heißt, es geht so weit, das Bundesverfassungsgericht sagt, Datensicherheit ist wichtig. Das heißt, der Gesetzgeber, der Staat muss auch sicherstellen, dass Private nicht von anderen Privaten, dass Daten einfach ohne weiteres gestohlen werden können, dass Daten korrumpiert werden, dass Identitäten geklaut werden. Das geht das ja auch alles in Richtung Strafrecht dann rein. Aber das ist relativ klar, dass der Staat hier auch den Bürger schützen muss. Und das geht vielleicht weiter als in anderen Staaten. In Deutschland muss der Staat das sehr ernst nehmen, den Schutz personenbezogenen Daten der Bürger. Auch vor Eingriffen Privater. Deswegen ist ja die Bundesregierung immer so dran, auch gegen Facebook, mit Facebook zu diskutieren, wie sind eigentlich die Datenschutzbedingungen bei dir, mit Google zu diskutieren. Also wo werden da eigentlich deine Daten gespeichert und so weiter und so fort. Der Schutzbereich von Artikel 2 Absatz 1 sieht jetzt so aus, persönlich auch wieder Menschen, jedermann, ein sogenanntes Jedermann-Grundrecht, im Einzelfall auch juristische Personen. Da muss man sich dann den Fall angucken, passt das eigentlich, auf das sich die Person beruft, passt das eigentlich auch zu juristischen Personen. Der Bereich personenbezogene Daten, der passt nicht zu juristischen Personen, weil personenbezogene Daten nur natürliche Personen haben können. Was ist jetzt der sachliche Schutzbereich? Man sagt die engere persönliche Lebenssphäre. Vor dem ganzen Datenschutzthema war das hauptsächlich das Recht am eigenen Bild und auch die sexuelle Selbstbestimmung. Und dann eben mit dem Aufkommen der EDV, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Integrität informationstechnischer Systeme. Was sind jetzt Eingriffe in diesen Schutzbereich? Jede Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten stellt einen Eingriff dar in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Deswegen tut man sich auch mit, es ist Datenschutzniveau auch in Deutschland so hoch. Bild- und Tonaufzeichnungen, die der Staat von Ihnen macht, fallen immer in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und auch jede Identitätsfeststellung. Wie kann der Staat das jetzt rechtfertigen, einen möglichen Eingriff? Und da unterscheidet man wieder Schranken und Schrankenschranken. Bei den Schranken, da das allgemeine Persönlichkeitsrecht vom Bundesverfassungsgericht über den Wortlaut hinaus aus Artikel 2 abgeleitet wurde, das hat ja keine wirkliche textliche Grundlage, gilt als Schranke der einfache Gesetzesvorbehalt. Die Bestimmtheit gehört, glaube ich, eher hier unten hin als Schrankenschranke. So, es gilt dann bei den Schrankenschranken erstmal, dass der Artikel 19 Absatz 2, den gucken wir uns vielleicht auch nochmal an. Wir haben ja den 19 Absatz 1 mit dem Zitiergebot schon gesehen. Der Artikel 19 enthält einige Vorgaben dafür, wenn ich Grundrechte einschränken will als Staat, was ich dann tun muss.
Zum Beispiel hier darf es kein Einzelfallgesetz sein. Das ist das Zitiergebot. Außerdem muss das Grundrecht unter Angabe, muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. Und hier Absatz 2, in keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Das gilt natürlich für jedes Grundrecht. Ich habe das nur jetzt bei den Grundrechten aufgeschrieben, bei den Schrankenschranken, bei denen das schon mal praxisrelevant war in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht sagt das Bundesverfassungsgericht, dass eine permanente, vollständige Überwachung überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Das heißt, das überschreitet die Schrankenschranke. Das ist ein Verstoß gegen Artikel 19 Absatz 2. Und damit fallen ganz viele Arten der Totalüberwachung, wie wir sie zum Beispiel aus China kennen, oder jetzt hier die Frage, kann ich eigentlich zwanghaft Leute tracken, die Covid-19 haben? Da würde das Bundesverfassungsgericht sofort sagen, auf gar keinen Fall. Denn eine vollständige Überwachung ist mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht nicht zu vereinbaren. Punkt. Da gibt es auch kein Rechtsgut, zum Beispiel Gesundheit, Volksgesundheit, Seuchenschutz, was in irgendeiner Weise das rechtfertigen könnte, weil hier eine Schrankenschranke liegt, eine absolute Schrankenschranke, dass der Wesensgehalt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts besteht darin oder würde dann verletzt, wenn der Staat seine Bürger permanent und ununterbrochen überwacht. Und überwacht heißt auch, und wenn er verfolgt, wo die langlaufen. Er muss jetzt nicht die ganze Zeit mit einer Kamera zugucken. Es reicht aus, wenn der Staat vorschreibt, dass man eine App auf seinem Handy installiert, bei dem der Staat jederzeit verfolgen kann, wo man sich gerade befindet. Deswegen gab es auch die Riesendiskussion bei dem Vorschlag, den, glaube ich, der Bundesgesundheitsminister gemacht hat, dass man diese Handy-App installiert, wo auf die Funkmasten abgestellt wird. So ein Gesetz, und das war also für Verfassungsrecht gleich sofort erkennbar, dass das nicht funktionieren kann, denn das ist schon mal nicht geeignet, weil die Funkmasten einen ja nie so genau orten, dass wirklich klar ist, wer man jetzt genau ist. Also das bringt schon mal unter Infektionsschutzgesichtspunkten nichts, weil sie einer von 100 oder 1000, die sie in einer Funkzelle bewegen. Mehr kann man ja mit der Funkzelle nicht feststellen. Und auf der anderen Seite verstößt es aber auch gegen den Wesensgehalt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, wenn jederzeit auch Funkzellen, nur Funkzellen genau, der Aufenthaltsort von einem Bürger vom Staat festgestellt werden kann. Also hier werden wir vielleicht noch ein paar spannende Diskussionen bekommen in den nächsten Monaten, wenn es um die Frage geht, wie sieht eigentlich die App aus, wie sieht eigentlich die Überwachungsmöglichkeit aus. Und wenn man jetzt als Staat sagt, pass auf, du musst das ja nicht installieren, aber wenn du aus dem Haus gehen willst, dann doch. Würde man natürlich auch sagen, ob das nicht eine Umgehung ist, ne? Ob das nicht faktisch auf das Gleiche hinausläuft. Und da sagt, hätte ich als Verfassungsrechter schon meine Bedenken, wenn ich das miteinander verknüpfe. Also der Staat kann sich nicht einfach dadurch retten, dass er sagt, wenn du rausgehen willst, also entweder komplette Ausgangssperre, kein Problem, aber wenn du raus willst, dann musst du bitte diese App installieren. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich kann Ihnen übrigens nochmal wirklich wärmstens ans Herz legen, den Einspruch-Podcast von der FAZ. Gerade im Moment geben sich unheimlich viel Mühe, diese ganzen aktuellen Fragestellungen wirklich super aufzubereiten. Ich habe jedes Mal wieder wirklich große Freude an dem Podcast und die Stunde ist es auf jeden Fall wert, dass Sie da reinhören. Gerade auch jetzt für diese Themen hier mit den Grundrechten spielt im Moment eine große Rolle. Okay, also kein Zitiergebot, Wesensgehalt haben wir besprochen, Totalüberwachung. Zitiergebot gilt nicht, das kann hier wieder nicht gelten, weil das Bundesverfassungsgericht dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht ja zwischen den Zeilen rausgelesen hat und deswegen der Gesetzgeber sich da gar nicht drauf einstellen kann. Dann das Zweite ist dann wieder Bestimmtheit. Das muss bestimmt sein, das Gesetz. Und als Letztes die Verhältnismäßigkeit, und da haben wir auch eine Besonderheit, nämlich die sogenannte Sphärentheorie. Und zwar wägt das Bundesverfassungsgericht immer ab bei der Frage, inwieweit eine Überwachung zum Beispiel von Bürgern zulässig ist. Da würde man sagen, okay, nehmen wir mal an, die Frage ist, ob eine lückenlose Überwachung an Bahnhöfen zulässig ist. Oder an Flughäfen oder an Hauptstraßen. Dann kann man argumentieren, dass man sagt, wenn Sie sich an Bahnhöfe begeben, dann
bewegen Sie sich ja als Bürger mehr in der Öffentlichkeit. Und immer dann, wenn je weiter Sie sich in der Öffentlichkeit bewegen, desto eher kann Ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht auch durch Überwachung eingeschränkt werden. Das heißt, eine Überwachung an Bahnhöfen mit Videokameras wäre wahrscheinlich noch verhältnismäßig. Denn Sie bewegen sich in der öffentlichen Sphäre. Das heißt, Sie können ja auch, wenn Sie jetzt am Bahnhof rumlaufen, dann müssen Sie auch damit rechnen, dass Sie tausend anderen Leuten gesehen werden. Wenn Sie da ein Problem mit hätten, müssten Sie zu Hause bleiben. Und da Sie ja kein Problem haben, dass Sie tausend andere Leute sehen, sagt man, ist es nicht so schlimm, wenn der Staat das dann auch beobachtet. Im Umkehrschluss kann man natürlich jetzt sagen, und das ist dann die Privatsphäre, da hat der Staat überhaupt nichts zu suchen. Also was Sie in Ihrer Wohnung tun, das geht den Staat mal gar nichts an. Deswegen auch diese Installation des Trojaners, eine ganz heikle Geschichte, der sogenannte Bundestrojaner, mit dem die Strafverfolgungsbehörden und ihre Webcam übernehmen und mal schön beobachten, was sie zu Hause gerade alles Strafbares tun. Das ist auch nur in ganz groben Ausnahmefällen, wenn es um wirklich schlimme Straftaten geht, überhaupt zulässig. Ergibt sich dann aus der Strafprozessordnung, da ist das geregelt. Aber da sind die Hürden also extrem hoch, wenn es um ihren Privatsphäre geht. Aber immer dann, je weiter sie sich nach draußen in die Öffentlichkeit bewegen, desto eher dürfen sie auch überwacht werden. Okay, ich sehe, ich habe hier noch eine Frage. Ob eine vollständige Überwachung nur für die Vielzahl von Fällen gilt oder bei Straftätern, welche mit Fußfesseln, da überwiegt der Sicherheitsgedanke. Ja, wenn Sie jetzt eine Straftat begangen haben und anstatt einer Haftstrafe sagt man, kriegst du eine elektronische Fußfessel mit Hausarrest, dann ist das ja ein milderer Eingriff und in solchen Einzelfällen ist das zulässig. Es geht hier beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht darum, ob das praktisch so eine Rastergeschichte, dass man einfach ohne Anfangsverdacht Leute überwacht. Das ist das Problem des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Videoüberwachung hauptsächlich, Rasterfahndung auf Straßen, ja, wo einfach nur nach bestimmten Autos Ausschau gehalten wird oder ja, nach ausländischen Nummernschildern, sowas. All diese ganzen Themen fallen unter das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Gut, ja, wenn man alleine redet und keine Fragen zwischendurch kommen, ist man immer erstaunlich schnell fertig. Ich kann Sie nur motivieren, stellen Sie noch Fragen, wenn Sie Fragen haben. Wenn nicht, ist auch super, dann würde ich mich über Kommentare freuen, ob das hilfreich war, ob das zu schnell war, ob das zu langsam war. Wir werden ja regulär, soll ja die nächste Veranstaltung wieder in Präsenz stattfinden nach dem Plan. Ich werde Sie natürlich informieren. Wenn Sie mich persönlich fragen, ist das sehr unwahrscheinlich, dass das klappt. Aber naja, man weiß nie. Aber stellen wir uns mal darauf ein, dass diese Zeit noch ein bisschen länger dauert. Und wir werden dann am nächsten Termin, werde ich das so versuchen, dass ich nicht zwei Termine mache, wie jetzt diesmal und letztes Mal, sondern dass wir die zwei Termine hintereinander schalten an den Abend, sodass wir also von 18 bis 19 Uhr ein Webinar machen und dann nochmal ab 20 Uhr mit einer Stunde Pause zwischendurch. Wenn Ihnen jetzt viel lieber ist, nur eine halbe Stunde zwischendurch Pause, dann schreiben Sie das bitte auch gerne in die Kommentare oder schreiben mir eine Nachricht dazu oder lassen die Kurssprecher ihre Meinung zukommen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir haben am Montag, den 20. das nächste Mal. Also da richte ich mich dann auch ein bisschen nach Ihnen. Aber für mich ist es, ich brauche auf jeden Fall nach einer Stunde eine Pause von mindestens einer halben Stunde. Vielleicht auch nur 15 Minuten, wenn Ihnen das am liebsten ist. Aber wenn Sie sagen, okay, wir machen erst eine Vorlesung, die müssen wir verdauen, da gehen wir vielleicht mal was essen und dann machen wir eine Stunde später weiter, würde mir das auch passen. Wie gesagt, lassen Sie mich das wissen, was Ihnen da am liebsten ist. Okay, dann bleibt nur noch eine kurze Zusammenfassung, um vielleicht auch nochmal auf das hinzuweisen, was für die Klausur besonders relevant ist. Gehen wir nochmal zurück und gucken an, was wir heute gemacht haben. Artikel 2 Grundgesetz. Wichtig ist, dass wir den Gesetzestext lesen. Das würde ich Ihnen auch in der Klausur immer wieder empfehlen. Sie dürfen den ja mitnehmen. Gucken Sie sich einfach Artikel 2 an. Daraus kann man schon eine Menge ableiten. Und daraus haben wir abgeleitet, haben angefangen mit dem speziellen Grundrecht Leben und körperliche Unversehrtheit, Artikel 2.
Da haben wir uns mit einigen Themen beschäftigt. Relevant hier für die Klausur die Funktionen von Artikel 2, also die Schutzpflicht des Staates, Gewaltmonopol und Untermaßverbot. Dann, wann beginnt eigentlich das Recht auf Leben? Auch interessant. Und dann bei der Rechtfertigung dann die Frage der Verhältnismäßigkeit spielt da ja eine große Rolle. So, das sind im Wesentlichen die Punkte, die für die Klausur jetzt von größerer Bedeutung sind. Sie müssen sich eine Klausurfrage ungefähr so vorstellen, dass ich dann von Ihnen so einen grundlegenden Aufbau verlange mit einigen Unterpunkten. Also es wird nicht erforderlich sein, dass Sie die ganze Mindmap auswendig lernen, sondern aber das grundlegende Schema, Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung, Schranken, das muss jeder kennen. Und auch, dass Eingriffe bei Einwilligung nicht vorliegen und ein mehr als nur geringfügiger Eingriff, mehr als nur geringfügige Belästigung und so weiter. Das, was ich Ihnen beim allgemeinen Prüfungsschema genannt habe, das sollten Sie auf jeden Fall drauf haben. Der Freizügigkeit der Person kommt nicht. Allgemeine Handlungsfreiheit, wichtig, Auffanggrundrecht und Generalklausel. Wirklich verstehen, was das bedeutet. Das bedeutet immer dann, wenn kein spezielleres Grundrecht vorliegt und der Staat geht oder verbietet Ihnen irgendwas, was nicht zu einer bloßen Belästigung geführt, ist die allgemeine Handlungsfreiheit betroffen. Also das Stichwort Auffanggrundrecht oder nachrangige Generalklausel, das muss dann kommen, wenn ich Sie nach der Funktion von Artikel 2 frage. Die Fragen werden in der Klausur auch nach diesen Punkten des Schemas sein. Also zum Beispiel, was ist die Funktion der allgemeinen Handlungsfreiheit? Das könnte eine Frage sein. Ne? Und dann müssen Sie eben genau die Punkte dann abarbeiten. Oder was ist der Schutzbereich? Das wäre jetzt eigentlich zu einfach. Was ist der sachliche Schutzbereich? Jeder kann tun und lassen, was er will. 2 Punkte oder was? Vielleicht auch mal 4. Aber ist eine sehr leichte Frage. Dann bei der Rechtfertigung könnte man fragen, was ist eigentlich unter dieser Schrankentrias zu verstehen? Dass es im Prinzip nur ein einfacher Gesetzesvorbehalt ist. Bei den Schrankenschranken könnte man halt sagen, ja, wie sieht das denn aus mit der Verhältnismäßigkeit? Wie würden Sie das beurteilen bei Tätowierungen? Können Sie alles wunderschön auch nachlesen in dem DEGA? Ich glaube, die Fälle da sind da auch drin. Beim APR, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Juristen sagen APR, das Thema, dass man das verknüpft mit, im Gedanken verknüpft mit Datenschutz und eben dem Schutz der Privatsphäre, das reicht eigentlich ja, ich glaube, im Wesentlichen schon. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das ist im Prinzip das Stichwort, was man da sachlich wissen muss. Das ist das, was das Bundesverfassungsgericht im berühmten Volkszählungsurteil 1980 etabliert hat als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, nämlich dass der Bürger über seine personenbezogenen Daten selbst bestimmen können muss und dass ein Eingriff in dieses Recht nur aufgrund eines Gesetzes zu bestimmten Zwecken möglich ist. Okay, jetzt gucke ich nochmal auf die Fragen und die Kommentare, die ich gerade bekommen habe, 15 bis 30 Minuten. Erstmal, ja, okay, eine halbe Stunde finde ich auch besser, dann scheint ja der Kompromiss zu sein, dass wir eine halbe Stunde Pause machen. Okay, bin ich mit fein. Lade ich das Video hoch? Klar, das Video können Sie sich hinterher dann auch wieder angucken. Deswegen habe ich das heute auch wieder über YouTube gemacht, weil das über WebEx und über Zoom schwieriger ist. Das Live-Video war sehr gut. Dankeschön. Und sollen wir die Funktion auch nochmal erläutern? Beim Prüfungsschema gab es nur 3 Schritte. Also, wenn Sie jetzt einen Fall prüfen müssen, was in der Klausur nicht vorkommt, was aber im Scientific Essay zum Beispiel passieren kann, wenn das unsere Prüfungsleistung wird zum Semesterende, was ich jetzt nicht unbedingt hoffe, aber was ja sein könnte. Also bei einer Fallprüfung prüft man nur Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung. Wenn man aber gefragt wird in der Klausur, dass man Wesentliches zur allgemeinen Handlungsfreiheit oder zur allgemeinen Handlungsfreiheit zusammenfassen soll, dann würde ich immer empfehlen, dass man zunächst mal mit der Funktion des Grundrechts anfängt. Die gehört jetzt nicht zum Prüfungsschema im engeren Sinn. Okay, ich sehe, es sind keine weiteren Fragen mehr. Dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend und hoffe, dass Sie ein paar schöne Ostertage haben. Man kann zwar nicht so viel raus, aber doch ein bisschen. Und lassen Sie uns alle die Zeit so weit, so gut wie möglich genießen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.